Ach, guck mal, der hat da noch mehr Einheiten drin. Das ist ja beruhigend. Okay. Ich glaube, wir schaffen das. Genau, bin ich mir sehr sicher, Hagen, das schaffen wir. Oh! Immerhin ein bisschen angelatzt. Ja gut, die nächste Runde ist er sowieso tot, weil da eine Elite-Infanterie und eine Artillerie steht. Jetzt aber, komm schon. Wir brauchen jetzt mal die Sternchen. Ja, mal ein eisernes Kreuz. Er fordert sogar schon so ein paar Löcher. Also. Bumm. Und jetzt. Jetzt den zweiten bitte noch. Ja, wobei. Noch prominent. Ja, aber er hat nur noch 3 von 6. Ja. Oder meinst du, da macht er mehr Schaden? Ja. Macht er. Okay. Mit dieser Moment der Spannung. Ja, er schießt uns gerade an. Oder schießen wir ihn an? Wir schießen ihn an. Ach, mit der Artillerie? Ja. Stimmt, das da, ja. Wir sind die mit den, wir sind die, mit wir den horizontalen Streifen. Ja, die Farbe sieht mir echt schlecht. Ja. Ich wollte schon sagen. Spannung. Das ist richtig greifbar. Das Ergebnis war jetzt noch nicht so greifbar, aber... Mit der mittleren auf die leichte geschossen und nichts passiert. Einen haben wir getroffen, immerhin. Ja, so, jetzt nur den Panzerzug aber mal hier... Um einen Punkt weg. Die Feuer sind ja noch nicht da, schon. Komm schon! Ja. Ich kann so nicht arbeiten. So, unsere Elite gegen die... Und unsere Vogel. Elite stirbt. Ja, immerhin. Naja, komm mal. Aber jetzt kommt ja unsere tolle Elite und macht den jetzt dann... Nix. ...nicht nieder. Ich dachte schon, da kommt gar nicht... Schießt ihr? Jetzt. Okay, und die müssen wir wirklich reparieren lassen jetzt. Die jetzt direkt vor der Elite-Infanterie von ihm steht? Mhm. Nee, was war's? Artillerie. So ähnlich. Jetzt greifen wir mit 2 tapferen Kriegern. Ah nee, er hat die 2 tapferen Krieger. Pff. Wir können gleich mal gucken, wie jetzt eigentlich das Kräfteverhältnis ist. Wo wir eine Einheit getötet haben. Ja. Du kriegst Aufwind, ich merke das schon. Aber das wird jetzt dahin gerafft. 2. Oh, da hat einer sogar zurückgeschossen. Wieso glaube ich nicht, dass diese Einheit noch länger als diese Runde überleben wird? Der greift die mittlere an. Die Wutz. So, was kann. Mit dem willst du jetzt angreifen, oder? Ja, der ist jetzt so gut. Mit dem sollte ich. Achso, bewegen könnte ich. Ja, aber lass ihn nochmal stehen und lass ihn dann die Artillerie platt machen. Und dann ziehen wir ihn weg, oder? Weil der stirbt jetzt und der zieht dann darunter. Genau die, ja. Weil ich habe das Problem, er greift jetzt gleich die Artillerie hier an. Kannst du da was hinziehen? Die Pferde nicht. Dann zieht doch die, na gut, die andere Einheit ist eh gleich weg. Ja, eben, deswegen, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wegziehen. Genau, versuch da mal schnell auszuladen. Na toll. Hast du noch was? Das ist ja ein selten dämlicher Ort. Es dauert 4 Runden, bis die Einheiten da raus sind. Er braucht 1, 2, 3 und dann ist er da. Ja. Die Kavallerie. Aber dieses Pferd, das wird auf jeden Fall überleben. Bringt das was? Nee.
Lass sie gerade da stehen. Ja, der mittlere schießt jetzt, dann ist er sowieso weg. Ja. Guck doch mal, ob du den Spähpanzer jetzt in die Fabrik kriegst. Beziehungsweise erstmal die Infanterien da wegziehen. Ach, da? Mhm. Wie weit schießt der Bunker? Drei. Drei, Mist. Und also macht da. Guck noch mal. Bunker. Drei, ja. Genau, den müssen wir jetzt dringend. Ja, oder wir ziehen nach hinten und reparieren den im Hauptquartier. Ja. Habe ich auch gerade. Ja, ja, dann. Elite auch noch Möglichkeit rein. Ja, sehr gut. Kein freier Stellplatz, da muss erst was ausladen. Zum Beispiel die schwere Artillerie. Ich bin geneigt, sie nach hier zu stellen. Ja, finde ich gut. Die leichte Artillerie raus, die mittlere, dann nur nach links. Da oder nach da? Ja. Ah, warte, ich muss erst gucken, ich habe schon was reingeguckt. So, dann kannst du jetzt die andere rein zum Reparieren. Ich hoffe jetzt nur, dass er nicht keine Pferde da stehen hat. Wollen wir noch eine Artillerie weiter nach vorne? Dann können sie halt nicht feuern. Sie könnten jetzt feuern. Kann die unterste auch feuern? Ja. Okay, dann lass es stehen. Deswegen, ich hoffe, dass wir dann die da wegkloppen können. Mhm. Weil der natürlich jetzt hier runterzieht und uns hier stark bedrängen wird. Ja. Und da hoffe ich schon, dass das was wird, ja. Okay. So, die, den können wir eigentlich stehen lassen, oder? Mhm. Also weil schon links. Allein der hier schießt den an jetzt, ja. Das ist einfach so. Was willst du links? Links haben wir alles gemacht, was wir konnten. Wir haben nichts getan. Und du meinst also, da unten? Ja. Ja. So kannst du es formulieren. Ja, also haben wir alles getan, was wir konnten. Dann wäre ich bereit zum Beenden des Zuges, oder? Mhm. Spannung. Kleiner Grafikfehler. Ja, wir könnten schon zurückschießen. Nee, die können selbst die können auf größere Entfernung nicht zurückschießen. Die können immer nur auf. Also ich dachte, der steht direkt davor. Nee, der hat aus Entfernung geschossen. Das ist echt doof gemacht. Ja, aber das stimmt, die Entfernung sieht man nicht. Das wäre noch schön, wenn das in der. Unsere Kavallerie ist tot. Ja, das war ja zu erwarten. Wieso wehren die sich nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil die aus Entfernung die Artillerie geschossen hat. Also ich finde das ganz schön mau. Ja? Ja. Wenn hier einige Einheiten, weißt du, wir sind hier im totalen Weltkrieg und ja, einige ein Einheiten, die bemühen sich überhaupt nicht. Wenn ich mal ein bisschen einfach so. Zeigen würde. Guck dir da, die eine Einheit gegen die fünf, die hätte sich doch wehren können. Ja. Hat sie ja auch, hat noch einen abgeschossen. So, mal sehen, was unser Spähpanzer jetzt mit der leichten Artillerie macht. Schießt er zurück? Ja. Ja. Frage ist eher umgekehrt. Hm. Ich glaube, ein Spähpanzer ist wirklich dafür da, zum Spähen. Ja. Könnte sein. So, dann guck doch mal, was die Artillerien jetzt machen können. Ich wäre also bereit, diesen Zug zu töten. Ja, dann mach doch mit dem Spähpanzer. Kriegen wir damit den Zug platt, meinst du? Ja, die Frage ist. Weil ich würde mit dem. Schieß doch erstmal die. Wer schießt auf wen? Den. Da, weil, also, wer kriegt viele EPs? Der da. Ja, dann mach den Zug kaputt. Oder? Weil dann kriegt er wenigstens auf Anhieb richtig Punkte. So, und dann haben wir ihn hier. Und er soll, wollten wir den da ummachen, oder? Mhm. Und dann wollen wir den. Und den wollen wir auch den da ummachen, oder? Ja. Und dann können wir jetzt mit dem, erst mit der Kavallerie oder erst mit dem Spähpanzer? Kavallerie ist halt ganz da.
Ja, dann mach mit der auf die leichte Artillerie und dann mit dem Spreepanzer. Ja. Mhm. Und damit auch nochmal Gnadenschuss. Hätten wir vorher machen können. Ja. Hätten wir. Sollen wir den angreifen? Bin mir nicht sicher. Ich würde es eher lassen. Weil kaputt kriegen wir die eh nicht und dann haben wir eine Runde weniger, wo unsere angeschossen wird. Ja, schauen wir mal. Genau, wir müssen in der Fabrik jetzt noch reparieren. Die anderen sind voll. Nein. Okay. Die andere Elite auch pariert. Die andere auch reingezogen. Ich habe mir gedacht, das sehr schön. Ja, manchmal habe ich so dann die den auch, oder? Ja. Okay. So weit, so gut, oder? Können wir eigentlich Pause machen, Ende machen, oder? Ja. Kann ich den jetzt eigentlich abbrechen? Nee. Kann ich nicht. Befehlsbefehl. Ja. Ja. Der Bote ist mit der Depesche schon losgeritten. Ja. Das dauert ja ganz schön lange. Bist du allein? Geh doch mal in die Statistik, bitte. Du willst leiden lernen? Ja. 26,50. Wir haben jetzt mehr als. Also, er hat jetzt weniger als doppelt so viel. Loser. Der spürt schon den Hauch des Verlustes. Genau, weil der Panzerzug jetzt nämlich. Der zweite Panzerzug. Ja. Der muss ja jetzt. Wenn der jetzt nicht fällt und wir da keine EPs für kriegen. Ja, also. Sehr schön. Radabing, radabum. Badabing, badabong. Boah. Ja, die Artillerie, okay. Langsam bekommst du so einen kleinen. Dabei hatte der noch keine Erfahrung, glaube ich, oder? Nee. Aber dann kann jetzt die leichte macht sie jetzt fertig. Nee, weiß ich nicht. Doch. Doch. Das gibt richtige EPs, sehr gut. Erfahrungspunkte. Heißt das so? Ja. Mir schwant Böses. Wenn ich die da schon über die Straße kriechen sehe. Mhm. Das ist die Straße, oder? Ja. Immerhin Hälfte. Wir kommen jetzt noch mit unserem super angeschlagenen Spähpanzer um die Ecke. Mhm. Dem jetzt hoffentlich. Der Rest kriegt. Den Rest kriegt. Immerhin. Guck, die haben sogar Türen hinten, oder? Sind das Türen? Ja. Ich habe gerade genau bei dem geguckt, der da abgeschnippelt ist. Jawohl. So, und jetzt Spähpanzer weg und reparieren. Also die Situation sieht jetzt schon etwas besser aus. Aber erstmal, genau, den Zug müssen wir jetzt auch weg. Der soll repariert werden. Oh, da kann genau, ja. Schieß hier erstmal den anderen weg. Ich arbeite daran. Ich bin... Den da kannst du gerne ins Depot, ja. Mhm. So. Das Problem ist, wir entblößen jetzt natürlich ein bisschen. Wir müssen dann aus der Fabrik nach links ziehen, Sachen. Ja. Und den Zug würde ich jetzt auch... Ja, wollen wir nicht erstmal, bevor wir den Zug wegziehen, versuchen, hier ein bisschen dicht zu machen, weil die Elite sonst direkt da unten davor steht. Okay, auf die Schienen. Hierhin.
Meinst du da? Genau da. So, und der da? Dazwischen? Da? Oder da? Da. Ich habe Angst vor diesem Bunker da oben, wenn ich ehrlich bin. Ja, der ist noch weit genug weg. Ich würde ihn lieber hier hinziehen. Nee, der Bunker ist weit genug weg. Ja, aber die Frage ist, hier unten ist unsere Artillerie, nicht da oben. Oder ziehen wir ihn hier hin? Ja. Ja. Oder? Ja. Da können wir nämlich unsere Artillerie schützen. Ja, weil ich habe echt mit dieser Artillerie-Geschichte, das... Ja. Genau, dann schieb doch mal die... Eins, zwei, drei Fehler gemacht. Eins, zwei, drei Fehler. Ja, und der da war nämlich auch dahin. Ein, zwei, drei Fehler, dann dahin. Nee, doch, das, oder? Eins, Bunker. Ich rede von dem Bunker. Ja, stimmt. Hm. Ich wäre eher für, deswegen sagte ich, Fehler gemacht. Hm. Erstmal die... Eigentlich müssen wir die weg, ja, aber nach links. Weil dann zieht der eins runter, dann ist er sofort tot. Ich würde jetzt erstmal die beiden da sitzen lassen, den ich hier oben wegkommen. Zieht er sofort mit anderen nach. Ich würde jetzt Platz machen. Wo willst du denn hin? Ja, mit der eins nach links. Nach da. Ja. Da ist aber die Elite da, die schießt uns kalt. Ja, nur wenn wir die jetzt nicht wegbewegen, kommen wir nicht aus der Fabrik raus und er zieht sofort oben nach. Er zieht doch nicht nach, wo soll denn herkommen? Ja, mit den beiden die ganzen Infanterien, die da rumstehen. Du würdest den jetzt, oder soll ich ihn unten reinziehen? Nein, ich würde ihn halt nach links. So, ich würde ihn eher hier reinziehen. Ja, dann würde ich ihn eher stehen lassen, dass er schießen kann. Nur wenn wir den jetzt nach links ziehen. Also ja, ich hätte gedacht, wir ziehen ihn rein und dafür können wir eine weitere Infanterie rausziehen. Und dann ziehen wir die ganzen Infanterie raus und dann erst die Artillerie. Weil wenn du jetzt bewegst, kannst du sowieso nicht schießen. Außer, dass er angegriffen wird, hast du keine Chance. Und dann zieht er die beiden Elite-Infanterien, da würde ich direkt runterziehen und ihn angreifen, wenn ich er wäre. Dann zieh sie rein und zieh dafür die Elite-Infanterie mit Erfahrung raus. Oder? Dann haben wir zumindest die Möglichkeit, ihn zurückzuschlagen. Dann können wir die erstmal hier hochziehen und die Schwere hier verteidigen. So, und da müssen wir links... Ja, die können wir eigentlich auch stehen lassen. Die können dann mit denen in den Schützengräben aufräumen. Wobei, der ist ziemlich eingekesselt. Ja. Bringt sowieso nichts, wenn wir die da vorne stehen lassen. Kannst du die jetzt wegbewegen? Wohin? Ja, so Platz machen einfach. Da? Ja. Dann kann jetzt oder da, dass der nicht da reinkommt. Ja, stell mal da hin. Weil ich habe Angst, dass der dann den... dass der einfach reinziehen kann. Ja. Haben wir was im Depot... haben wir da schon was reingezogen? Nein, wir wollten den Zug jetzt reparieren. Ja. Gut aus. Der andere ist auch bewegt. Ich ziehe den mal da einfach strategisch hoch. Ja. Falls wir gleich feststellen, dass wir hier oben entblößter sind als ein nackiger Pudel, dann haben wir wenigstens noch die Chance, alles wegzuziehen. Ja. So, und hier ist eigentlich nichts drin, oder? Noch nicht. Nee. Haben wir alles weggemacht. Gut. Dann würde ich sagen, go.